Sehr gut. Ihr steifer Nacken bringt sie an den Galgen. Verneigt ihr euch nicht vor eurem Propheten? Mohammed ist ein Mensch. Wir knien nur vor. Gott verleiht seinen Propheten die Kraft, Wunder zu tun, auf dass wir sie erkennen. Das Wunder Mohammeds ist der heilige Koran. Viele Jahre huldigten wir Göttern aus Holz und Stein, Bildnisse, die wir selbst geschaffen hatten. Wir lebten in der Unkenntnis Gottes. Es gab für uns nur wenige von Menschen geschaffene Gesetze, doch keine göttlichen. Die Reichen missachten die Armen. Das natürliche Erbarmen des Menschen, indem er seinem Bruder aufhilft, wenn dieser gefallen ist, gilt jenen als Umsturz und Bedrohung der irdischen Ordnung. Und dieser Unmenschlichkeit hat sich nun ein Mann widersetzt, den Gott uns erwählt hat. Das ist unser unerschütterlicher Glaube. Du redest wie ein Besessener. Ich bitte dich, beruhige dich. Ich spreche von dem Gesandten Gottes. Mohammed lehrt uns, einen Gott zu verehren, die Wahrheit zu sagen, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, Milde und Nachsicht zu üben. Selbst ein Lächeln kann schon Milde und Nachsicht sein. Frauen vor Gewalt und Missbrauch zu schützen und den Weisen Obdach zu gewähren. Er lehrt uns, uns abzuwenden von den Göttern aus Holz und Stein. Ich kann nicht schweigen zu dieser abscheulichen Lästerung. Wir ehren und wahren die Bräuche unserer Vorfahren, unserer Götter. Holz und Stein zu nennen, heißt unwissend von ihnen sprechen. Nicht Holz oder Stein, nicht die Form beten wir an, sondern wir huldigen dem Geist in dieser Form. Ich gebe zu, dass Abgötterei nicht immer voll verstanden wird. Danke. Und was er eben über die Frauen gesagt hat. Gott schuf die Frau als die natürliche Gefährtin des Mannes. Sie ist anders, aber gleichwertig. Gleichwertig? Wir kaufen sie, ernähren und kleiden sie, benutzen sie, lassen sie fallen. Frauen sollen uns gleichwertig sein? Gott schafft den Menschen aus Mann und Frau. Amr, du musst in allen Frauen den Leib achten, der dich zur Welt gebracht hat. Warum sind sie so stumm, deine 300 Götter? Und sein einziger Gott ist so beredt. Gott hat schon früher zu uns gesprochen. Durch Abraham, Noah, Moses und Jesus Christus. Warum sollten wir darüber verwundert sein, dass Gott jetzt zu uns durch Mohammed spricht? Wer lehrte dich diese Namen? Diese Namen stehen im Koran. Ich kannte Mohammed schon, da war er noch ein Waisenkind und hütete Schafe. Und wir kannten Christus als Zimmermann. Was Christus sagt und was euer Mohammed sagt, gleich zwei Strahlen von derselben Lampe. Sie lügen dich an. Sie verleugnen Christus, ihr betet drei Götter an, sagen sie, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was ist eure Meinung von Christus? Gott kann keinen Sohn haben, sagen sie, Christus ist nicht Gottes Sohn. Sprich nur von Christus. Wir sagen von Christus, was unser Prophet uns gelehrt hat, dass Gott seinen Heiligen Geist in den Schoß einer Jungfrau sandte. Sie hieß Maria und empfing Christus, den Verkünder Gottes. Den Verkünder, sagt er, nicht den Sohn, nicht den Sohn. Was sagt euer Wunder, euer Koran, über die Geburt unseres lieben Herrn Jesus Christus? Darf ich die Worte berichten? Komm näher zu mir. Im Namen Gottes, des Allmächtigen, Allbarmherzigen. Und gedenke in der Schrift auch der Geschichte Marias. Als sie sich von ihrer Familie zurückzog nach einem Ort gen Osten, da sandten wir unseren Engel Gabriel, der zu ihr sagte: Ich bin von deinem Herrn gesandt, dir die Geburt eines heiligen Sohnes zu verkünden. Sie erwiderte: Wie soll ich, Maria, einen Sohn bekommen, da mich kein Mann berührt hat? Und Gabriel antwortete: Es wird dennoch so sein, denn der Herr spricht: Es wird geschehen.
Wir machen ihn zu einem Zeichen für die Menschen. Und er sei ein Beweis unserer Barmherzigkeit. So ist die Sache beschlossen. Der Unterschied zwischen uns und euch ist eine hauchdünne Linie. Nicht für einen Berg Goldes würde ich sie euch überlassen. Ihr mögt in Abyssinien in Frieden leben, solange ihr es wünscht. Möge Gottes Segen auf euch ruhen, wenn ihr zurück. Lieber Bruder, heute in Schadler reden wir über auch ein wichtiges Thema, und zwar über Isa a.s. Über Isa a.s. Der Jesus, Isa a.s. Und allgemein über Christentum. Was wissen wir über Christentum? Ja, das heißt, Christentum ist richtig geklärt in unser Koran und auch in unser Sunna, was uns Rasul sallallahu alaihi wa sallam gebracht hat. Ja, deshalb gibt es auch so viele Christen, die haben keine Ahnung über ihre Religion. Was sie anbeten und was sie auch machen und warum hat auch Allah sie genannt im Koran, dass die Dalin sind. Oder? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين sind die Nasara. Am Nasara, die machen etwas, aber beim falschen Weg. Das ist ganz Gegenteil, also mit Juden. Juden, die wissen richtig die Wahrheit, aber die machen das nicht. Ja? Bei Christen, die sagen, wir folgen also unserer Religion, aber Allah, sie haben keine einzige Ahnung über ihre Religion. Ja? Deshalb, heute inshallah reden wir nur, was auch in ihren Büchern steht. Bei diesem Markus, Johannes, Lukas, was noch? Matthäus, ja, nicht der andere Matthäus, Matthäus, ja. Ja, diese Bücher, was sie haben. Und was sie auch anbeten. Ob sie richtig Allah anbeten, oder einen Mensch anbeten, oder dieses Kreuz anbeten, ob auch Gott, dieser Al-Ab, der Vater, schon gestorben und dann auch 3 Tage in seinem Grab geblieben, bei dritte, also Tag ist wieder aufgestanden und dann im Himmel und er ist auf der rechten Seite von Allah gesessen. Das Märchen. Oder? Aber wo steht oder wo liegt das Fehler? Erste Stelle bei uns. Warum? Weil wir haben nicht richtig andere Leute auch unsere Religion richtig erklärt. Oder? Das ist an erster Stelle, wir sind, also die Fehler liegt an uns, allererster Stelle. Es gibt viele Leute oder es gibt so viele Brüder, die haben Möglichkeiten, dass sie auch mit anderen auch Dauer machen. Aber die machen das nicht. Es gibt auch viele Brüder, die sind immer noch Schüler. Kann sein, dass sie auch diese Religion Unterricht machen. Und kann sein, dass auch gibt es auch manchmal eine Diskussion zwischen dir und deinem Lehrer. Warum? Weil er meistens nur über Märchen erzählt. Und das kommt nicht hier rein, obwohl du weißt, aber du sagst nicht. Warum sagst du nicht? Weil du keine Ahnung hast. Oder? Du hast keine Ahnung. Was heißt Christentum? An was glauben sie?
Was sind auch diese Säule von Christentum? Unsere Säule sind klar, 5 Säule. Arkanul Islam sind 5. Aber was ist oder was sind die Säule von Christentum? Wenn du eine nicht machst, dann bist du Ungläubige. Da bist du Kafir bei denen. Ja? Welche Säule? Die eine, wenn du das nicht machst, dann bist du draußen. Aber, Alhamdulillah, dass wir erstens Muslime sind. Wallahi. Ja? Warum? Weil alles